in die WM von dem Club spielen. So, und das war jetzt eine Überraschung und Schock weltweit. Haben Sie das mitbekommen? Nee, wer ist das? Infantino, das ist der FIFA-Chef, hat heute einfach da nach die Miami, Inter Miami gewonnen, einfach der Mister Mannschaft in Amerika, hat sie einfach belohnt, dass sie auch kann mitmachen in der WM für die Clubs, einfach da mitzumachen. Und das war eine Überraschung, eine Erklärung da. Ah, okay. Ja, der Präsident der FIFA ist nicht mein Freund. Ich mag ihn nicht, weil nimmt er keine Rücksicht auf Spieler. Er sieht nur seinen eigenen persönlichen Vorteil. Und von daher, ich kann das öffentlich, glaube ich, nicht so sagen. Dann würde ich Schwierigkeiten bekommen. Nee, ich glaube, sie kann das in meiner Show machen, weil meine Show ist einfach demokratische Show und wir sind ganz offen und sie brauchen keine Sorgen. Ja, ich halte, wie gesagt, von Infantino überhaupt nichts. Er hat verrückte Ideen. Er denkt, er ist der Allergrößte und er kann machen, was er will und niemand kann ihn stoppen. Alle wissen oder alle sind mit ihm nicht zufrieden, aber keiner unternimmt etwas gegen ihn. Und das verwundert mich doch sehr. Ja, obwohl Tibas, ist es der Präsident von der spanischen Liga heute, hat ihn einfach da auch kritisiert und in Zeitung und in Medien einfach ihm erklärt, dass er soll einfach die Mundial von die WM einfach für die Clubs 25 einfach da stoppen, weil das ist zu viel für die Spieler und für die Club. Und extra natürlich nach dieser neuen Regel von der Champions League und mehrere Mannschaften und mehrere Spieler. Und das ist einfach ganz gefährlich für die Spieler. Und das wird jetzt einfach, das ist Verletzung, Gefahr für die Spieler. Und das sehen wir jetzt momentan. Jeder Club in Europa hat Probleme mit verletzten Spielern. Also ich denke schon, das ist einfach ist nicht mehr beliebt, einfach wie genau Sie haben gesagt. Und ich glaube auch, dass er hat jetzt viele Fehler gemacht, dass die Leute einfach ist so laut momentan. Also das heißt, sie sind nicht der Einzige. Okay. Nein. So, lass mich übersetzen, das auch für die Zuschauer. طبعا انا بسأله على Infantino النهارده وتصريحاته ان بصالح وبيهادي انتر ميلان الامريكي اللي بيلعب فيه ميسي بعد ما فازوا ب بطولة الدوري ان هو فاجئهم على الهواء وفاجئهم ان هو صرح ليهم ان هم يخشوا يلعبوا في كاس العالم للأندية ودي كان طبعا تصريح كصدمة لان هم طبعا تعرفين مش المفروض ان هم يخشوا او يبقوا شامبيون ليج علشان يخشوا او على مستوى القارة وبعد كده يقدروا يخشوا يلعبوا في هذه البطولة بطولة كاس العالم للأندية وطبعا هو وفر عليهم ده كله بالكلام بتاعه وبتصريحاته وان هو قرر في لحظة ان هم يدخلوا فطبعا مستر كروجا صرح تصريح ناري قال ان هو كده كده ما بيحبش انفنتينو وما بيحترموش وان هو في بينه وبينه مشاكل كبيرة جدا وان هو انسان بيفكر تفكير احادي وان هو بيحب نفسه وبيحب يكون ظاهر في الصورة وبيدي تصريحات عشوائية وكمان كل اي حاجة بينظمها بتكون فيها عشوائية وطبعا ما بقول له ان النهاردة لقينا على الميديا تيباس رئيس الدوري الاسباني بيهاجمه بيقول له ان هو لازم يلغي بطولة كاس العالم الاندية لان ده كتير جدا على الفرق فالراجل بيقول طبعا اخيرا في حد ابتدى يتكلم لانه كلهم كانوا بيخافوا يهاجموه اوكي Es ist auch jetzt eine besondere einfach Nachrichten und das war Thomas Tuchel ist der Cheftrainer von dem englischen Nationalteam. Wie haben Sie das Nachrichten gesehen und wie sehen Sie das? Ich sehe das sehr, sehr positiv. Ich halte Thomas Tuchel
für einen sehr guten Trainer. Er hat das auch schon bewiesen. Champions League-Sieger mit Chelsea, hat in Paris gute Arbeit geleistet, gut bei Bayern. Hat er keinen Titel geholt. Er hat vielleicht eine Schwäche, dass er sehr empathisch ist, aber ich glaube, dass er in England mehr geschätzt wird als in Deutschland. Und gut, man muss ganz einfach mal abwarten, was er mit der Nationalmannschaft erreicht, weil die Engländer haben auch sehr, sehr gute und sehr viele junge, talentierte Spieler. Und ich traue ihm schon zu, dass er erfolgreich arbeitet. Ob er Weltmeister wird, das weiß ich allerdings nicht. Okay, طبعا أنا بسأله على أن النهاردة توماس توخيل أصبح رسميا المدرب للمنتخب الإنجليزي ورأيه في دوت. طبعا هو بيقول ان توماس توخيل مدرب كويس جدا وهو بيتمنى له طبعا كل الاحترام وبيتمنى له كل النجاحات وخاصة انه مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين في منتخب انجلترا صغار السن وهو بيعرف يشتغل جدا مع اللاعبين صغار